Wir wollen über Fenster reden, weil sie so wichtig sind, weil so viel falsch gemacht wird und weil es schade ist, dass so viel falsch gemacht wird und weil es so einfach ist, es besser zu machen. Am mühelosesten geht es bei einem alten Haus, das noch seine alten Fenster hat. Dann braucht man sich nur an das Vorbild zu halten, am besten auf den Zentimeter genau. Dann stimmt's auch. Hier hat einer neue Fenster gebraucht. Nach 70 Jahren waren neue fällig. Mehr kann man von einem Fenster nicht verlangen. Nur weil manche meinen, ein einfaches Fenster würde nicht lange halten. Neue Fenster. Aber der Hausherr wollte nicht andere, sondern die gleichen, weil er sein Haus liebt und weil er diese Fenster liebt und weil alles wieder zusammenstimmen sollte, so als wäre nichts gewesen. Das geht dann freilich nicht mit dem Glanzbildkatalog eines Baustoffhändlers. Da braucht es einen guten Handwerker, der noch weiß, wie es gemacht wird und der modern genug denkt, dass er auch weiß, was zu einem alten Haus passt und was nicht. Außen kamen neue Winterfenster dran, ein fester Rahmen mit einer Kreuzsprosse drin, ganz einfach an Haken einzuhängen von November bis Mai, das dichtet noch immer unübertroffen, denn nicht das Glas isoliert, sondern die Luft dazwischen. Und gleich noch eine uralte Handwerkererfahrung dazu, Holznägel rosten nie und wackeln nie, weil sie halt alle Spannung der hölzernen Rahmen, die sie verbinden sollen, mitmachen. Holznägel kosten nichts als ein gutes Messer und ein paar Minuten Zeit. Solche alten Fensterrahmen können schmal und dünn bleiben, weil sie nur leichtes Bauglas und nur kleine Scheiben halten müssen und weil jedes Fenster zwei Fensterflügel hat und weil die Quersprosse den ganzen Flügel versteift. Das macht's, warum die alten Fenster so schöne Proportionen haben und so zart wirken wie ein schöner Bilderrahmen. Es ist ein Vergnügen, so ein Fenster zu öffnen und die Luft eines schönen neuen Tags hereinzulassen. So ein Fenster gibt das Gefühl von Geborgenheit, wenn's draußen stürmt und schneit oder der Regen an die Scheiben prasselt. Geöffnet, geschlossen, von drinnen und draußen, bei jedem Wetter, bei jedem Licht, so ein Fenster gibt immer ein Bild. Alte Häuser brauchen in der Regel keine aufwendigen Verjüngungskuren, sie brauchen Ersatzteile. Wenn etwas verschlissen ist, wird es am einfachsten ausgetauscht. Und darauf sind die alten Bauernhäuser eingerichtet. Denn die, die sie gebaut haben, waren dazu erzogen, sparsam und ökonomisch zu denken. Greifen Sie nicht in die Substanz ein, dann wird's teuer. Hier hat's einer nicht glauben wollen und sein schönes altes Haus mit Neubaufenstern vergewaltigt. Man hört direkt die Kreissäge kreischen, wenn man in diese Löcher starrt. Das glatte Glas wird auf einmal wichtig und das fremde Aluminium, wie verletzend die messerscharfen Schienen wirken. Das Fensterbrett ist mehr ein Hackbrett und die Schlagwasserschiene schneidet in die Ellbogen, wenn man sich in das Fenster lehnt. Solche glitzernden Metallteile sollte man unbedingt mit Farbe überstreichen. Die Schiene wie den Stock, das Fensterbrett im Ton der Dachrinne. Es gibt Farben, die auch auf Aluminium halten. Bilder, die wehtun. Das sind brutale Verstümmelungen mit dem Stemmeisen. Hausschlachtung. Ist es mehr als eine Mode? Ist Vernunft dabei, wenn Land auf Land ab die schönen alten Fenster auf dem Schuttplatz landen? Das alte Haus wird wieder jung, posaunt die Werbung einer hemmungslos produzierenden Baustoffindustrie. Als ob es die Altweibermühle gäbe. Jung, am Ende ist es doch nur Maskerade. Falsche Wimpern, Face und Bodylifting für die Großmama. Hat sie das nötig? Alte Häuser reagieren sehr empfindlich auf jede Veränderung. Sie haben ihre eigenen Maße und Gesetze. Wer heute etwas daran ändert, pfuscht dem alten Architekten nachträglich ins Handwerk. Zerstören Sie nicht die Proportionen und die Maße Ihres Hauses. Sie stiften nur Unordnung. Zerstören Sie vor allem nicht den größten Vorteil Ihres alten Hauses, sein Alter. Alter ist durch nichts zu ersetzen. Alten Wein verpanscht man nicht mit jungem.
Garnieren Sie Ihr Haus nicht mit neuen Baustoffen und modernen Fertigteilen aus dem Katalog. Ein altes Haus, das man auf jung trimmt, ist eine Urkundenfälschung und so sieht es auch aus. Hier hat man nicht einmal das Maß der Fensteröffnungen verändert und trotzdem lebt dieser prächtige barocke Gasthof nur noch auf der einen Hälfte. Fenstersprossen sind hilfreich. Mit Fenstersprossen vertragen sich die unterschiedlichsten Öffnungen in der Hauswand unmittelbar nebeneinander. Nur muss überall im gleichen Maßverhältnis und im gleichen Rhythmus geteilt werden. Hier sieht's schon etwas merkwürdig aus zwischen ersten und zweiten Stock, aber immer noch tausendmal besser als hier in dieser Kahlschlagwüste. Mehr Licht? Brauchen wir nicht gutes Licht, schönes Licht? Die alte Stube nimmt zumeist das Hauseck ein. Dann haben immer zwei Wände Fensteröffnungen und jede Wand hat mindestens zwei Fenster. Vier Fenster über Eck, das gibt der Stube Leben, Rhythmus, Farbe. Meist sieht man in dem einen Fensterpaar die Sonne aufgehen und gegen Mittag in die anderen Fenster ziehen. Das Licht wandert in den weiß gekalkten Fensterleibungen, über Wände und Bodenbretter. Sind wir blind geworden für solche Reize? Fenster sind die Augen eines Hauses, sagten die alten Baumeister. Höhe, Breite, die Einteilung der Sprossen und der Fensterkreuze, das alles gehörte zur Ordnung, zur Schönheit des Entwurfs. Hier wirkt das Haus, als hätte einer mit Schrotkugeln die Löcher ausgestanzt, willkürlich, planlos, unruhig, sechs verschiedene Formate, verletzend eng beisammen, hin und her geschoben, aus der Wand ist ein Sieb geworden. Was für ein Einfall, Fenster noch auf Schuhspitzenhöhe in den Sockel zu schneiden, und nicht einmal hier gibt es gleiche Formate, gleiche Proportionen, unmittelbar nebeneinander. Und auch die Haustür gibt der Unruhe noch eine Sonderzulage mit ausgebeulten, rustikalen Scheiben. Auch hier hat jemand offenbar mit verbundenen Augen in der Trickkiste eines Baustoffkatalogs gewühlt und für sechs Fensteröffnungen tatsächlich sechs verschiedene Möglichkeiten an Land gezogen. Eine stumpfsinniger als die andere. Ein Gesicht ist zur Grimasse geworden. Ein Haus ist kein Schweizer Käse. Ein Haus braucht Fenster, keine Löcher. Wie viel Ruhe strahlt so ein hohes Haus aus, weil eben alle Fenster den gleichen Maßstab und die gleiche Proportion haben? Um wie viel sicherer und ruhiger, wie viel flächiger und behutsamer sitzt ein Fenster in der Wand, wenn es Sprossen hat, zwei Fensterflügel und als Antwort und Wiederholung zwei hölzerne Läden zu beiden Seiten. Mit so einer Fensterordnung kann eigentlich nicht schiefgehen. Und noch einmal zur Hausfrau. Es ist überhaupt nichts dabei, so ein Fenster zu putzen. Mit den modernen Spritzwässerchen aus der Dose schon gar nicht. Da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Im Gegenteil, große, leere Flächen sind schwerer zu putzen als kleine, von Holz gerahmte. Die Wasserstreifen, die der Gummirakel hinterlässt, machen mehr Mühe. Und überhaupt, leben wir denn nur, um zu putzen? Ist das alles so wichtig? Zählen da nicht andere Argumente viel mehr? Wohnlichkeit, Geborgenheit, Behaglichkeit von innen und außen? Kleine Sprossenfenster geben schöneres Licht als eine monströse Glaswand. Und hinter großen Fensterhüllen lebt es sich schwerer. Nicht umsonst sind dort meist die Vorhänge zugezogen und die Rollläden heruntergelassen. Fenstersprossen markieren sehr genau die Grenze gegen die Außenwelt. Und die Bewohner eines Schaufensters spüren sehr schnell, dass sie da preisgegeben sind. Und sie versuchen, das Loch zu stopfen mit einer Batterie von Gummipflanzen. Und die grelle Deutlichkeit verschleiern sie mit Wolkenstoß. Und wenn die Sonne scheint, rasseln die Kunststoffjalousien herunter, weil die Augen schmerzen und die Hitze unerträglich wird. Vermeiden Sie
diese unproportionierten Harakiri-Schlitze aus knallharten Glasbausteinen. Glasbausteine haben ihre Berechtigung bei Industriebauten, bei großen öffentlichen Bauten. Sie erfordern eine eigene, sehr funktionale Architektur. Beim kleinen Einfamilienhaus stiften sie Unruhe und wirken immer fremd und synthetisch, wie ein Streifen Heftpflaster auf einer Wunde. Vermeiden Sie Unruhe und Durcheinander bei Ihren Fenstern. Beschränken Sie sich auf ein Format, auf ein stehendes Rechteck. Vermeiden Sie Rundbogen, die gehören auf den Friedhof. Und vermeiden Sie diese spitz abgeschnittenen Wurstzipfelfenster ganz oben unter dem Dach. Alle Mätzchen mit Brettern und farbigen Tapetenstreifen drumherum machen aus so einem kastrierten Fenster kein Ganzes. Vorkragendes Blumenfenster im Parterre, Segmentbogen im ersten Stock und verrutscht unter dem Dach das Wurstzipfelfenster. Und dann noch zweierlei Rundbogen, für jeden etwas, Leipziger allerlei. Ein Rundbogen kommt selten allein, am Klo, am Schlafzimmer, an der Garage, ein Hauch Marokko und ein bisschen Gamsbadalm. Sie sollten sich für eins entscheiden, für ein schlichtes, schmales, ganz normales Sprossenfenster. Fenster sind mehr als nur ein Loch für Tageslicht. Eine der reizvollsten Möglichkeiten, aus dieser Öffnung den höchsten Wohnwert zu ziehen, Ferienstimmung zu zaubern, ist die Fenstertür hinaus in den Garten oder auf einen Balkon. Eine Fenstertür mit Sprossen. Sie sollte unbedingt zwei Flügel haben, sonst steht sie zu weit in den Raum hinein und bräuchte auch zu massive Rahmen und Beschläge. Aber auch bei zwei Flügeln sollte die Öffnung schmal bleiben. Dann wirkt so eine Fenstertür schlank und elegant. Vor einer gesprossten Fenstertür wird man gerne sitzen. Eine ungeteilte Vollglastüre wirkt dagegen feindlich wie ein zugiges Loch. Fast immer wird sie deshalb hinter Stores versteckt. Fenster sollten schmal bleiben, ein stehendes Format haben. Aber auch ein liegendes Querformat wirkt harmonischer mit dem Raster der Sprossen, wenn man etwa das zweiflügelige Fenstermaß um einen Flügel vermehrt oder auch zwei Fenstersysteme mit vier Flügeln koppelt. Übrigens, auch in diesem Haus sind alle Fenster 1978 erst entstanden und haben einem langweiligen Haus aus den 30er Jahren ein Gesicht gegeben. Es ist Isolierglas verwendet worden und trotzdem konnten die Sprossen schmal und lebendig gehalten werden. Wetten, dass auch dieses schmale Fenster ausreicht, um die Garderobe bei Tag genügend zu belichten? Wetten, dass ein Klofenster nicht sinnlos und verloren irgendwo in der Hauswand hocken muss? Dieses Meisterstück eines einfachen rechteckigen Satteldachhauses beweist das. Fenster geben einer Hauswand Rhythmus und Lebendigkeit. Fenster darf man nicht in die Wand dreschen wie einen Fußball ins Tor. Fenster brauchen Ordnung. Dabei muss man genauso behutsam sein wie beim Aufhängen von Bildern an der Wand. Ihr Fenster sollte Format haben, Hochformat, hochformate Gliedern und Strecken. Ein liegender, ruhig lagernder Hauskörper und stehende, schlanke, schmale Öffnungen. Das gibt Spannung. Das ist ein Hausrezept seit gut 3000 Jahren. Das querliegende Einscheibenfenster sollte dagegen überhaupt Hausverbot erhalten. Es passt nirgends und zerstört am gründlichsten, als ob sich einer die Nase waagrecht ins Gesicht dreht. Und nun vergleichen Sie bitte, wie ruhig und harmonisch wirkt dieses Haus mit seinen wenigen schön verteilten Sprossenfenstern und Türen. Und nun dies. Nie wäre einem alten Baumeister eingefallen, ein Haus mit so viel Vor- und Rücksprüngen zu zerklüften. Und diese Unruhe wird noch verstärkt durch die Unruhe der Öffnungen. Die Glastüren mit anschließendem liegenden Fenster, die sogenannten Galgenfenster, stiften die größte Unruhe. Stören jede Hauswand. Türen und Fenster sind zwei Paar Stiefel. Eine Tür ist eine Tür und ein Fenster ist ein Fenster.
Vermeiden Sie eine Ehe zwischen den beiden. Trennen Sie Türen und Fenster durch Mauerflächen. Am schönsten ist eine schmale Holztür und ein Fenster daneben oder eine Tür mit einem großen gesprossten Fenster in der oberen Hälfte, die man eventuell getrennt öffnen kann. Oder, wie hier, Fenster und eine Fenstertür daneben, ebenerdig hinaus zum Garten, getrennt durch ein Mauerstück, auch wenn es hier aus Gründen der inneren Aufteilung sehr schmal geraten ist, nur einen Stein breit. Die Wirkung ist ungleich besser als bei dem ungeteilten Galgenfenster des vorigen Hauses. Verteilen Sie die Fenster im ganzen Raum. Belichten Sie, wenn irgend möglich, den Raum von mindestens zwei Seiten. Das gibt Leben und Farbe. Ganz anders, als etwa das Licht nur aus einem großen Loch zu beziehen. Auch diese Fenster, zwei Flügel mit der Quersprosse, sind jüngsten Datums. Thermopenscheiben, modernes Isolierglas, lässt sich eben auch in kleine Scheiben schneiden. Eine leichte Kehlung macht die Sprossen schöner und schlanker. Ein Flügel ist zum Kippen. Es geht auch so, wenn man nur will. Maschinen können alles. Warum bietet die Industrie nicht solche Fenster an? Wenn sie im Programm wären, würden sie auch gekauft. Wieder Fenster mit Läden, Jalousieläden diesmal, die dem Raum innen ein sommerliches Licht lassen, aber mit wenigen starken Jalousiebrettern, die dem Laden Kraft und Struktur geben. Fenster und Fenstertüren kann man auch symmetrisch anordnen, eine starke Mitte bilden, ein Rezept, das im Moment gänzlich vergessen scheint, aber jahrhundertelang zur Faustregel jedes Bauernhauses gehörte. Und auch die Putzfarsche um das Fenster herum, mindestens eine Handspanne breit, ist sehr zu Unrecht abhanden gekommen. Fenster sind wichtig. Fenster sind das schönste Bild, das in Ihrer Wohnung hängen wird, in jedem Zimmer. Schlicht und klar soll das Haus sein, ohne Krampf und Kremskrams. Aber Fenster braucht es. Fenster sind sein schönster Schmuck. Schöne Fenster, Sprossenfenster. Die Sprossen und die Farsche bringen schon sehr viel an Gliederung und Muster. Wer ein Ziergitter möchte, sollte es so ruhig, so netzartig wählen wie dieses hier, bündig in der Wandfläche. Hängen Sie sich keine neubarocken Konditorwaren vor das Haus. Ein Klofenster riecht übrigens nicht besser, wenn man es mit geschmiedetem Schwulst verpackt, wie den Zugang zum Allerheiligsten. Schlichte, senkrechte Stäbe tun es genauso gut. Die schlanke Sprosse mit Profil wirkt immer noch am schönsten. Schlank geht nur mit dünnem Glas. Und in der Euphorie der Isolierscheiben sei der Hinweis auf das gute alte Kasten- und das alte Wagner-Fenster gestattet, mit zwei einfachen Scheiben hintereinander. Das isoliert genauso gut, wenn nicht besser, wie neue Untersuchungen ergeben haben. Hier wurden Quersprossen nur in die Außenscheibe eingepasst, mit der Kittfuge nach außen, dann hält das Holz länger. Die Innenscheibe geht ganz durch, zwei Flügel, denn Ihr Fenster sollte geteilt sein, in der Mitte, keine asymmetrischen Spielereien. Der eine Flügel ist zum Kippen und sehr sympathisch, dass man hier das Holz naturbelassen hat. Beizen Sie nicht alle Maserung zu Tode, vermeiden Sie die dunkelbraunen Holzschutzmittel. Die farblosen tun es auch. Holz ist natürlich, wenn man es natürlich lässt. Erdgeschossfenster sollten knapp über der Rückenlehne der Hausbank beginnen, dann liegen sie richtig. Dann liegt der Keller ganz unter der Erde, dann geht man ebenerdig hinaus in Hof und Garten. Das ist der ganze Reiz, der alte Charme der Bauernhäuser und der Ferienhäuser, von denen wir im Winter träumen. Das hier sind Fenster aus Lärchenholz mit dreifach isoliertem Glas. Und nehmen Sie hölzerne Klappläden statt Plastikjalousien. Klappläden sind der beste Schutz gegen Hagel und Schlagregen. Und wenn wir schon beim Energieeinsparen sind, am kältesten ist es, wenn es dunkel ist.
Ein dichter Holzladen hält das Haus über Nacht warm wie eine Tür und lässt im Sommer die Hitze draußen. Und auch das sind nagelneue Stockfenster mit Isolierscheiben. Die verstärkten Fensterflügel fallen kaum auf. Und alle alten Eisenteile sind wieder verwendet worden, die Gitterstäbe und Beschläge. Viele Details am alten Bauernhaus sind so genial und einfach, dass man sie einfach nicht besser machen kann. Das Fenster mit festen Mittelpfosten ist so ein Beispiel. Eine Drehung mit dem Kippriegel genügt, um die Fensterflügel fest an den Stock zu pressen. Wie aufwendig und anfällig ist dagegen ein zeitgenössischer Einhand-, Dreh-, Kipp-, Wende- und Schwingverschluss. Der Außenfalz macht den Stock schlanker und gibt die Möglichkeit, ein Winterfenster einzuhängen. Den Mittelpfosten abzufasen und mit kleinen Kerben zu schmücken, das hat dem Schreiner Spaß gemacht, obwohl er das noch nie gemacht hatte. Die Bauern zerstören im Moment am meisten. Ihnen sei ein Blick auf die renovierten Bauernhäuser von Städtern empfohlen oder auf diesen Landwirt hier bei Mühldorf. Er hat die riesigen Einscheiben-Kippfenster aus den 60er Jahren wieder durch Sprossenfenster ersetzt und die Aluminiumhaustür durch eine hölzerne, wie es früher war. Und jetzt gefällt ihm sein Haus wieder besser. Überall können Sie sparen, beim Swimmingpool, beim automatischen Garagentor, beim Balkongitter und bei den Badezimmerfliesen. Aber bitte sparen Sie nicht beim Fenster. Es gibt tausend Möglichkeiten, ein Haus zu bauen oder ein altes zu modernisieren. Aber einige davon sind eben falsch, weil sie unsere Straße hässlich machen. Und Häuser sind unübersehbar, besonders die langweiligen und die schlechten. Und sie begleiten uns ein Leben lang mit Unbehagen.